Der FC Bayern München gibt ein Mega-Angebot für João Palhinha ab und steht jetzt kurz vor dem Transfer des Sechsers. Zudem ist der Wechsel von Niklas Füllkrug zu Borussia Dortmund fix. Und das ist nicht alles, es gibt einen echten Hammer rund um Hansi Flick und den DFB und auch ein Update zu Randall Kolo Muani, denn sein Streik könnte jetzt tatsächlich nach hinten losgehen. All das hier in diesem Video. Vorab wie immer die Info, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, es ist eins der nächsten vielen Videos, die jetzt in heute und morgen kommen werden. Der Deadline Day steht kurz bevor und der FC Bayern München, die stehen vor einem echten Hammer, denn sie wollen noch einen Sechser holen und wollen nochmal richtig viel Geld auf den Tisch legen. Denn jetzt wurde es gerade verkündet, man hat sich mit dem Spieler, mit João Palhinha, bereits mündlich geeinigt. Er möchte zum FC Bayern München wechseln, er hat den Bayern seine Zusage erteilt und jetzt läuft nur noch der Ablösepoker mit dem FC Fulham und dann könnte man einen weiteren Megatransfer aus der Premier League vermelden und würde Thomas Tuchel seinen absoluten Wunschspieler und Wunschposition vor allem, einen echten Sechser, in die Mannschaft holen. Der Spieler selbst, so berichtet es jetzt eben Sky, der soll wohl auch intern alles tun, um irgendwie einen Wechsel hinzubekommen. Er soll auf einen Wechsel drängen, er soll seinen Wechselwunsch auch bei seinem Verein, beim FC Fulham, hinterlegt haben, damit jetzt eben der Ablösepoker so schnell wie möglich läuft. Aber was bietet jetzt denn eigentlich der FC Bayern München für João Palhinha? Und das ist eine ganze Menge, das berichtet jetzt nämlich die Bild. Sie bieten 60 Millionen Euro fix plus Bonizahlungen. Das ist eine ganze Menge Kohle. Und das, obwohl man schon in dieser Transferperiode 155 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat, so viele wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte des FC Bayern Münchens. Und trotzdem möchte man hier nochmal über 60 Millionen Euro oben drauf packen. Damit würde man über 200 Millionen Euro in einer Transferperiode ausgegeben haben. Ein absoluter Bundesliga-Rekord. Aber was ist das überhaupt für ein Spieler, für den man jetzt hier bis zu 60 Millionen Euro bzw. 60 Millionen Euro plus Bonizahlungen bietet? Der João Palhinha, der ist ein klassischer defensiver Sechser, er ist 1,90 groß, eine echte Kante, 28 Jahre alt, bringt einiges an Erfahrung mit, hat einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Und genau deswegen finde ich eigentlich die Summe 60 Millionen Euro plus Boni absolut fair. Das Problem, der FC Fulham, sie bewerten halt den Marktwert von João Palhinha aktuell eher so bei 80 Millionen Euro, das ist so die Summe, die sie haben wollen. Da laufen jetzt aktuell die Verhandlungen auf Hochtouren, denn die Bayern sind eben nicht bereit, jetzt den doppelten Marktwert für den Spieler zu zahlen. 60 Millionen Euro plus Boni hört sich aber für mich gut an. Der Spieler will, er hat seinen Wechselwunsch hinterlegt, er drängt darauf. Man hat jetzt ja nicht mal mehr 48 Stunden Zeit, um diesen Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. Denn am 1.9. um 18 Uhr, da schließt das Transferfenster in der Bundesliga und dann muss eben der FC Bayern München Klarheit haben. Also wie gesagt, alles einig, der Spieler will, die Bayern wollen, jetzt muss nur noch der FC Fulham überzeugt werden und der FC Fulham ist eigentlich kein Club, der jetzt so krasse Ambitionen hat, gleich spielt in der Premier League, da muss man, ja sag ich mal, etwas weniger aufs Geld gucken grundsätzlich, trotzdem ist das eine ganze Menge an Geld, aber es ist jetzt halt so knapp vor Ende des Transferfensters, sie werden vermutlich keinen Ersatz mehr wirklich finden, aber eins steht auch klar, um diesen Transfer finanziell stemmen zu können, würde der FC Bayern München wohl Rian Gravenberg verkaufen, das ist wohl fix. Man steht da jetzt auch schon in konkreten Verhandlungen mit dem FC Liverpool. Dazu bekommt er aber in einem späteren Video mehr, wenn es da neue Infos gibt. Da laufen aktuell einfach nur die Verhandlungen und die Bayern wären grundsätzlich bereit, den Spieler zu verkaufen, würden im Gegenzug eben den Sechser vom FC Fulham holen. Ja, was haltet ihr von diesem absoluten Mega-Angebot? Und dann schauen wir doch mal weiter, denn auch beim Vizemeister, da wird sich heute noch einiges tun. Es ist ein Done-Deal mittlerweile von Florian Plettenberg und auch von Fabrizio Romano bestätigt. Niklas Füllkrug wechselt zu Borussia Dortmund. Der Transfer ist fix. Und das ist wirklich eine richtige Überraschung. Das hat sich jetzt nicht so wirklich angedeutet. In den letzten Tagen hat man mal was darüber gehört. Man hat auch mal am Anfang der Transferperiode was darüber gehört. Aber dass das jetzt wirklich passiert, das kommt schon ziemlich überraschend. Aber dann schauen wir uns doch mal die Eckdaten zu diesem Transfer an. Ja, man wird bis zu 15 Millionen Euro Ablöse zahlen, wie sich das Ganze aufsplittert mit fixer Ablöse oder Bonizahlungen, das ist aktuell noch nicht bekannt, aber der Transfer wird heute noch offiziell gemacht werden. Man möchte heute die Medizincheck, man möchte heute die Unterschrift haben und man möchte das Ganze heute auch offiziell verkünden. Und damit ist das schon ein richtiges Ausrufezeichen, er wird einen Vertrag bis 2026 bei Borussia Dortmund hin unterschreiben.
Das Einzige, was für mich noch nicht so ganz klar ist, was der Sinn hinter diesem Transfer ist. Grundsätzlich klar, man braucht einen neuen Stürmer, weil Sebastian Haller ja wahrscheinlich den Anfang der Rückrunde verpassen wird. Aber soll das nur Niklas Füllkrug werden? Was passiert mit Youssoufa Moukoko? Wer wird jetzt der neue Nummer 1 Stürmer bei Dortmund? Ich meine, Sebastian Haller, der kommt aktuell auch nicht so richtig in den Tritt. Und wird Niklas Füllkrug, der ehemalige Topscorer in der Bundesliga, sich jetzt einfach hinter Sebastian Haller auf die Bank setzen und quasi eine Backup-Lösung sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, man will hier auf jeden Fall den Druck auf Sebastian Haller erhöhen. Und wenn er nicht funktioniert, dann wird eben Niklas Füllkrug spielen. Also so zumindest erkläre ich mir den Transfer. Eure Interpretation des Ganzen könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Die Frage, ob jetzt eben Werder Bremen noch was macht, die stellt sich natürlich, bin ich auch sehr gespannt. Marvin Ducksch, der wird dem Verein erhalten bleiben. Aber man verliert jetzt seinen absoluten Top-Stürmer und eigentlich muss man dann nochmal was tun. Es war ja das Gespräch oder es gab zumindest das Gerücht, dass Moukoko im Gegenzug zu Werder Bremen ausgeliehen werden könnte. Da habe ich jetzt tatsächlich noch nichts zugehört, aber wäre sicherlich für sowohl Spieler als auch für den Verein eine sehr, sehr gute Option. Da bleibe ich dran, gucken wir mal, was uns noch die nächsten Stunden und ich sag mal zwei Tage bringen. Und dann schauen wir zum DFB-Team, zur Nationalmannschaft. Da gab es einen echten Hammer rund um Hansi Flick. Denn Hansi Flick, der hat heute den Kader bekannt gegeben für die kommenden Länderspiele. Und das soll ja auch, das hat er ja angekündigt, der Kader für die EM im eigenen Land sein. Denn die Zeiten für Experimente, das hat er selber gesagt, die ist jetzt rum. Jetzt geht es darum, eben auch Leistung und Ziele zu bringen. Man spielt, glaube ich, gegen Japan und Frankreich. Also das sind jetzt keine so leichten Gegner. Zumindest für unsere Nationalmannschaft nicht. Und da kam es jetzt zu einem echten Hammer, denn Leon Goretzka, der wird nicht nominiert. Hansi Flick verzichtet auf den Bayern-Star. Grund sollen die anhaltend nicht so ganz überzeugenden Leistungen sein. In der Vorbereitung hat er bei den Bayern ja auch eher eine kleinere Rolle gespielt. Jetzt aber seit Bundesliga-Start eigentlich jedes Spiel gemacht. Aber er verzichtet hier eben auf Leon Goretzka und nominiert ihn nicht. Und dazu sagt er auch, ja, das ist noch nicht final und alle, die nicht nominiert wurden, die sollen drüber nachdenken und sollen mehr Leistung bringen, bla bla bla. Das, was halt Hansi Flick eigentlich immer so von sich gibt. Aber das ist schon ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Leon Goretzka und auch in Richtung nächstes Jahr EM. Da könnte es wohl auch nochmal richtig eng für Leon Goretzka werden. Thomas Müller vom FC Bayern München ist beispielsweise auch nicht nominiert. Aber das hat, denke ich, auch was mit seiner Form zu tun. Der ist ja aktuell noch nicht so ganz fit, kann auch keine vollen 90 Minuten spielen. War eigentlich die komplette Vorbereitung verletzt. Und ich denke, deswegen wurde er von Hansi Flick nicht nominiert. Dafür ist Pascal Groß dabei. Also bin ich mal gespannt, wie die Nationalmannschaft sich hier schlägt. Sollte man hier wieder zweimal verlieren, gehe ich stark davon aus, dass Hansi Flick sowieso entlassen wird. Also mal gucken, ob überhaupt die Trainerposition beim DFB-Team schon final ist. Ja, und als letzte kleine News gibt es noch ein Update zu Randal Kolomoani, denn da gibt es aktuell nichts Neues. Der Streik von Kolomoani, der könnte sogar nach hinten losgehen. Er hat keine Ausstiegsklausel. Die Eintracht muss ein Angebot von Paris annehmen. Tatsächlich sieht es aktuell eher so aus, dass Kolomoani bei Eintracht Frankfurt bleibt. Und das wohl sogar aufgrund des Streiks. Denn, das hat jetzt der Le Parisien berichtet, sind die Verhandlungen aufgrund des Streiks für Respekt vor Eintracht Frankfurt erstmal auf Eis gelegt. Gerade auch im Hinblick auf die Aufgabe jetzt am heutigen Donnerstag. Sie spielen ja heute nochmal um einen Einzug in die Conference League. Und genau deswegen wird Paris wohl heute nicht mehr mit den Frankfurtern verhandeln. Damit müsste ein Transfer dann quasi morgen zustande kommen, auf dem letztmöglichen Termin. Das ist schon sehr, sehr knapp, aber man geht jetzt ja aktuell davon aus, dass es quasi eine Art Spielertausch wird. Kolomoani zu PSG, Hugo Ekitike zu Eintracht Frankfurt und dazu kriegen die Frankfurter vielleicht noch, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70 Millionen Euro obendrauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Transfer noch passiert, aber am letzten Tag des Transferfensters so ein Megatransfer, so ein Megaverlust. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und wenn jetzt Kolomoani doch in Frankfurt bleiben würde, nach dem ganzen Streikthema, klar, das war bei Philipp Kostic damals genauso, aber ich bin gespannt, wie dann der Empfang werden würde durch die Eintracht-Fans. Wie gesagt, das soll es von mir für heute gewesen sein, beziehungsweise so werden wir uns heute noch mal hören, in den nächsten Tagen sowieso öfter, solange das Transferfenster noch offen hat. Bis dahin, Leute,